Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, im Hintergrund sehen wir schon den, ich habe den Namen vergessen, Vika Gadayun. Und mit dem mussten wir ja noch etwas besprechen. Ich habe mich nie weit von Nekrom entfernt. Ich habe die Telvanni-Halbinsel nur einmal verlassen. Es war eine Reise mit Abt Ilvel nach Gramfeste. Doch der Abt hat mir eine Mission aufgetragen und ich werde sie abschließen. Sagt mir nur, was ich tun soll und ich folge eurem Beispiel. Trefft mich in der alten Buchbinderei von Nekrum. Ich arbeite mit jemandem namens Leramiel der Weisen zusammen. Die Buchbinderei von Nekrom? Ich dachte, man hätte sie aufgegeben. Natürlich treffe ich euch dort. Oh, und der Abt hat mir erlaubt, euch dies zu geben. Für die Enttarnung von Fäulniskrone und die Rettung der Nekropole. Sie kamen mit einem Teil des Relikts davon, doch das holen wir uns zurück. Wir haben einen geladenen Froststab vom Set Vivex Dualität erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ja, und scheinbar war das jetzt schon alles. Das hätte ich jetzt natürlich auch noch schön in der letzten Folge machen können. Leramiel. Ach, sie hat jetzt hier. Das ist aber Eure praktisch, Arbeit hier Leramiel. ist getan, Entsandte. Ja. Aber wir. Dieser Dunkelelf trägt ebenfalls das Mal des Schicksals. Ich werde gleich mit euch sprechen, Vikar. Schicksalsfäden führen zu zwei anderen Orten. Sucht euch ein weiteres Portal aus, Entsandte. Ja, machen Sprechen? wir. Mit mir? Ich. Natürlich. Wir sehen uns bald, meine Freundin. Machen wir auch. Ich bin begeistert. Also über die Portale, weil normalerweise kriegt man ja keine Hilfe, irgendwo hinzukommen. Dann gehen wir mal nach Telrendis. So, Kommt, da wartet sie Entsandte. auf uns. Das Schicksal diktiert, dass ich mich euch an diesem Ort anschließe. Sie ist eine Bauchrednerin. Sie kann reden, ohne die Lippen zu bewegen. Das finde ich cool. Die Schicksalsfäden ziehen uns beide zu diesem Ort, Entsandte. Telrendis, einst das Heim eines mächtigen Telvanni-Magisters namens Mellen der Mundlose. Doch nun steht er leer. Soweit ich es beurteilen kann, weiß niemand, was dem Zaubermeister dieses Turms zugestoßen ist. Sind wir deshalb hier, um herauszufinden, was geschehen ist? Das muss erst noch bestimmt werden. Die Fäden eines der Schicksalsstränge, die mir offenbart wurden, laufen an diesem Ort zusammen. Hermaeus Mora erwartet von uns, dass wir alles Weitere selbst in Erfahrung bringen. Von den drei Orten erfordert dieser hier meine Anwesenheit, um euch zu unterstützen. Warum ist dieser Ort wichtiger als die beiden anderen Städten? Ich habe nie gesagt, dass er wichtiger wäre. Nur, dass das Schicksal uns beide hier braucht. Alles Weitere werden wir herausfinden müssen. Ich spüre eine verweilende Präsenz. Eine Verbindung nach Apokrypha. Helft mir, diesen Ort zu untersuchen, und Hermaeus Mora wird euch belohnen. Ich werde euch helfen, Telrendis zu untersuchen. Wo fangen wir an? Ich möchte den Turm und sein Gelände untersuchen. Die Schicksalsfäden hängen an diesem Ort wie Spinnweben aus Möglichkeiten und Folgen. Erkunden wir die Mitte der Anlage und finden wir heraus, wo diese Fäden uns hinbringen. Was könnt ihr mir über die Telvanni erzählen? Die Telvanni sind eines der größten Dunmerhäuser. Sie konzentrieren sich auf Magie und die arkanen Künste. Und sie erachten Macht, Skrupellosigkeit und Ehrgeiz als von größter Wichtigkeit. Wir müssen vorsichtig im Umgang mit ihnen sein, denn sie sind vor allem gefährlich. Ihr hattet einen Namen erwähnt, Mellen der Mundlose. Ja. Doch ich konnte nicht viel in Erfahrung bringen. Nur, dass ihm dieser Turm gehört, aber man ihn eine Weile nicht gesehen hat. Dieser Ort gilt als verlassen. Er war ein Telvanni-Magister, der höchste Rang seines Hauses, dessen Mitglieder nur dem Erzmagister unterstellt sind. Was bedeutet es, dass er mundlos war? Telvanni-Meister und Magister meiden übermäßigen Umgang mit anderen, da sie von allen Seiten Gefahren fürchten. Deshalb setzen sie Agenten ein, die sie vertreten. Münder. Mellen verweigerte sich dieser Praktik und wurde daher der Mundlose genannt. Ich gehe davon aus, dass sein Turm eine Festung ist.
Ja, und deswegen soll sie wahrscheinlich auch hier sein. Ich finde es jetzt schade, dass, da wir jetzt von links angefangen haben und jetzt wieder das linke genommen haben, ja, dass das scheinbar Wichtigste. Hier? Vorsicht, Entsandte. Diese Vampirsöldner stellten sich uns entgegen, als wir nach der Smaragdglyphik suchten. Okay. Dass das scheinbar Wichtigste letztendlich ja, in der Mitte gewesen ist. Ist ein bisschen schade, weil man da natürlich dann als nächstes irgendwie reinklickt. Die Abwehrmechanismen des Turms beschäftigen sie ausreichend. Meisterin Shelreni, die Verteidigung des Turms besteht weiterhin. Mellen war gründlich, das gestehe ich ihm zu. Gibt es Neuigkeiten vom Turm? Nichts Neues. Ich halte euch auf dem Laufenden. Tut das, Hauptmann. Ihr da, tretet vor. Ihr gehört nicht zu den Dämmersäbeln. Eine Telvanni-Meisterin. Sprecht mit ihr, Entsandte. Ja, 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 mach mal sofort. Wir wollen nochmal eben gucken, Meisterin Shelrenis Befehle. Dämmerhauptmann Senfis, mein Werk in Telrendis ist noch nicht ganz getan. Entsendet eine starke Kompanie Dämmersäbel und richtet ein Lager im Turm ein. Ich stoße dort zu euch. Versucht nicht, Telrendis vor meiner Ankunft zu betreten. Mellen, der Mundlose, hat mächtige Verteidigungsvorkehrungen getroffen, die zu umgehen eine Weile dauern wird. Dieser verfluchte alte Narr, Meisterin Shelreni Baro. Ist hier noch was? Weil da hinten war gerade was im Leuchten. Achso, das ist nur... Okay, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, dann nehmen wir auch nochmal ganz schnell die Sachen mit. Die braucht ihr ja bestimmt nicht mehr, ne? So, jetzt dreht sie sich zu mir um. Ich gehe extra raus, weil die mich sonst immer von hinten angucken beim Sprechen. Ich erwartete Telrendis heute für mich allein zu haben. Und ihr seid sicher keiner von Hauptmann Zenfis Vampirsöldnern. Also, wer seid ihr und warum seid ihr in diesen Turm gekommen? Ich bin Gameplayerin. Wir hatten gehört, dieser Ort wäre verlassen. Verlassen ja, doch nicht ohne Verteidigung. Telrendis ist ein gefährlicher Ort, Vela. Ich rate euch, den Dämmersäbeln nicht in die Quere zu kommen. Und es scheint, dass Mellen, der Mundlose, Telrendis gut geschützt zurückgelassen hat, wie meine Söldner bezeugen können. Mellen, der Mundlose? Oh, der Telvanni-Magister, dem dieser Ort gehörte. Er ist schon seit Jahrzehnten verschwunden. Der alte Narr hatte ein Buch, das ich sehr gern meiner Bibliothek hinzufügen würde. Plündert, wie es euch beliebt. Doch wisset, dass das Buch mir gehört. Und warum seid ihr wirklich hier? Also ich habe mir gerade mal die beiden Antworten durchgelesen. Plündert so viel, wie ihr wollt, okay. Also ich sag's mal so, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen und sie steht auf der Seite, in Anführungszeichen, von Hermeos Mora, dann ist das natürlich positiv, dann hilft sie uns. Wenn nicht, dann wird sie ihr wahres Gesicht zeigen, warum sie denn überhaupt hier ist. Der alte Narr hatte ein Buch, das ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen würde. Also die Standardantwort ist halt, dass man es ehrlich beantwortet. Ich denke mal, es könnte jetzt bedeuten, dass sie jetzt gleich rot wird und wir kämpfen müssen. Ich versuch's trotzdem mal. Tatsächlich? Ihr seht nicht wie eine Daedra-Kultistin aus. Botengänge für Daedra zu erledigen ist in den meisten Landen nicht gern gesehen. Doch ich weiß die Ehrlichkeit zu schätzen. Meine Dämmersäbel hängen fest. Und Mellen hat seinen Turm gegen andere Telvanni wie mich abgeschirmt. Vielleicht könnt ihr helfen. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Auch wenn ich mir das schon denken kann. Findet einen Weg in den Turm und durchbrecht Mellens Verteidigung, damit ich das gesuchte Buch bergen kann. Danach könnt ihr euch um eure Angelegenheiten kümmern. Mit dem Dank einer Telvanni-Meisterin. Und was sagt ihr? Haben wir eine Übereinkunft? Naja, problematisch ist halt, dass wir nicht wissen, was das für ein Buch ist und was sie damit vorhat, ne? Dazu kommt jetzt allerdings, dass sie eine vertraute Stimme hat, nämlich die der Vampir-Lady, die uns damals zum Vampir gemacht hat. Aber da darf man natürlich nicht nachgehen. Wir werden helfen, einen Weg in den Turm zu finden. Ich schlage vor, wir fangen mit der alten Halle von Telrendis an. Südwestlich des Lagers. Hauptmann Senfis meldet, dass seine Dämmersäbel dort Schwierigkeiten haben. Falls ihr erfolgreich seid, wo sie bisher versagten, sorge ich dafür, dass es sich für euch lohnt. Die Dämmersäbel. Habt ihr sie angeworben, um Hermeos Moras Smaragdglyphik zu beschaffen? Ich sammle arkane Relikte für La. Es ist so etwas wie eine Obsession von mir.
Ich schicke die Dämmersäbel, um sehr viele Dinge für mich zu bergen. Eine Glyphik, sagt ihr. Ich müsste in mein Hauptbuch sehen. Es stehen so viele Dinge auf meiner Liste. Ja, ja. Sie antwortet sehr ausweichend. Die Dämmersäbel haben viele Anhänger von Hermeus Mora ermordet, um an die Glyphik zu gelangen. Seid ihr euch sicher, dass es Dämmersäbel waren? Meiner Erfahrung nach ist es schwierig, einen Vampir vom anderen zu unterscheiden. Deshalb bestehe ich darauf, dass Hauptmann Zenfis ein Namensschild trägt. Ich sage den Dämmersäbeln nie, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Söldner, was soll man da tun? Erzählt mir ein wenig über euch selbst. Ein Appell an meine Eitelkeit? Wie reizend und klug. Wir Telvanni halten viel von uns selbst und genießen es, dies allen mitzuteilen. Ich bin eine fähige Magierin, wie ihr euch denken könnt. Und ich habe mir das Recht, eine Meisterinnenkapuze zu tragen, mehr als verdient. Eigentlich sollte ich eine Magistra sein. Eine Magistra? Der nächste Rang im Haus, der es mir erlauben würde, den Erzmagister herauszufordern. Ich erwarte, dass mir dieser Rang schon bald verliehen wird. Nun, gab es da nicht einen Turm, in den ihr einbrechen wolltet? Habt ihr Kultisten der verborgenen Sippe hier gesehen? Oder einen Dremoran namens Torvesard? Hier gibt es keine Kultisten. Nur meine Dämmersäbel und die Verteidiger, die Mellen der Mundlose zurückließ. Doch mich würde interessieren, woher ihr Torvesard kennt. Wo seid ihr ihm begegnet? Torvesard hat mit der verborgenen Sippe zusammengearbeitet, um ein Relikt aus der Nekropole von Nekrom zu stehlen. Kennt ihr ihn? In einigen Gegenden gilt es als unhöflich, so etwas zu fragen. Ich bin eine Telvanni-Meisterin. Ich kenne viele Dremora. Meine Geschäfte mit ihnen gehen euch nichts an. Doch wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich hatte mit etwaigen Geschehnissen in Nekrom nichts zu tun. Diese Telvanni sollte beobachtet werden. Ne? Doch der Turm bleibt der Dreh- und Angelpunkt unserer Ermittlung. Finden wir einen Weg hinein. Das finde ich auch. Jetzt bin ich hier gerade. Oh, hier ist ein schwerer Sack. Das hat mir ja gar keiner gesagt. Sauerei. Jetzt gucke ich mich gerade in die andere Richtung. Erkundet den Turm. Das ist aber wieder woanders. Irgendwie zeigt mir die... Oder? Geht zur Halle von Telrendis. Aber in der Richtung, wo ich hingucke, ist irgendwo erkundet den Turm. Das verwirrt mich jetzt irgendwie gerade alles, aber okay. Geht zur Halle. Geist des Schicksals. Das ist auf jeden Fall Moment. Ne, das sind die anderen. Okay. Das ist auf jeden Fall die Sache mit Telrendis da hinten. Und dann würde ich sagen, dass wir uns erstmal hier dem Bericht zu Gemüte führen, wenn wir es denn dürfen. Oh, ist ein bisschen länger. Bericht über die Dämmersäbel. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Es ist jetzt nichts. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Bericht, den man irgendeinen Kommandanten oder sowas schickt. Aber das sind jetzt nur Hintergrundinformationen. Hat irgendjemand was dagegen, wenn ich das hier mal eben mitgehen lasse? Ich glaube nicht, oder? Oh, erbeutet. Ja, cool. Da haben wir doch schon wieder was erledigt hier. So, dann... Da hinten ist der Turm, aber wo ist jetzt genau der Eingang? Doch von der anderen Seite. Oh nein, nicht du. Nicht du. Das war doch der Große, oder? Die sind schlimm. Die mache ich zwar sofort mit meinen Hauptschar platt, aber nicht mit dem hier. Hallöchen. Kann man hier direkt mal was mitnehmen? Ein Schutzzauber versiegelt diese Tür. Was ist hier geschehen, Söldnerin? Was hier geschehen ist? Der Schutzzauber hat sie getötet. Nicht einfach bei einer Dämmersäbel. Ah, okay. Ich dachte, wir hätten wenig durch alte Listen und Fallen zu befürchten. Doch seht euch an, was meinem Kameraden widerfahren ist. Tot wie der letzte Sevit, der aus der Reihe getanzt ist oder sich mit den Dämmersäbeln angelegt hat. Da wir gerade davon sprechen, wer seid ihr und was macht ihr hier?
Meisterin Shelreni hat uns geschickt, um den Weg in den Turm zu öffnen. Sagt mir, was hier geschehen ist. Nalia hat versucht, die Schutzzauber dieser Tür zu durchdringen. Die Notiz dort drüben deutet darauf hin, dass etwas in diesem Raum die Falle entschärft. Sie hat sich eindeutig verschätzt. Ich glaube, diese seltsame Linse ist Teil des Rätsels. Wir fanden sie bei der Notiz. Eine seltsame Linse? Was bewirkt sie? Hier, nehmt sie. Wir haben es offensichtlich nicht geschafft, sie richtig zu verwenden. Ich soll verdammt sein, wenn ich es noch einmal versuche. Falls Shelreni euch geschickt hat, tut euch bloß keinen Zwang an. Ich werde einfach hier hinten bleiben. Ich werde versuchen herauszufinden, ob wir den Schutzzauber aufheben können. Solche Linsen offenbaren verborgene Dinge. Seht euch damit um, Entsandte. Aber ich würde gerne erstmal kurz die Notiz lesen. Melns Erledigungsliste. Im Innenhof weitere Beschwörungskreise hinzufügen. Die Diener können Spione sein, alle wegschicken. Die Tür zum Portal in der Halle von Terendis ist mit einem von mir persönlich entwickelten Schutzzauber versehen, der einer zerstörerischen Resonanz. Der Negierungsschalter deaktiviert den Schutzzauber. Nicht vergessen, es ist verborgen. Geistersichtlinse verwenden, bevor ich etwas anfasse. Die Köchin verbannen. Ich weiß, dass sie mich vergiften will. Oha. Buch verschlüsseln oder besser verstecken. Verschlüsseln und verstecken. Ich darf niemanden trauen. Okay, gut. Linse. Sucht nach etwas Leuchtendem. Damit solltet ihr den Schutzzauber aufheben können. Der Schutzzauber ist weg. Meisterin Shelreni muss informiert werden. Das ist unsere Gelegenheit. Geht voraus, Entsandte. Mach ich? Es wäre nur schön... ich wollte gerade sagen, es wäre nur schön, wenn ich auch was sehen könnte. So. Ach, hier sind wir. Ja, das kommt mir so bekannt vor. Dieses Portal sollte uns zum Turm bringen. Immer wenn man irgendwo draufgeklickt hat, dann fangen sie wieder an zu reden. So, er klimmt den Turm. Wir haben die untere Ebene des Turms erreicht. Es sollte weitere Portale nach oben geben. Ihr wagt es, den Turm von Meln, Magister der Telvanni, zu betreten? Kehrt um oder werdet vernichtet! Nein, danke. Ihr helft Shelreni Baruch, dieser Dieben und Lügnerin, rannt nicht auf eigene Gefahr, Eindringling! Interessant. Der Geist scheint von Meisterin Shelrenis Versuch zu wissen. War es nicht erniedrigend genug, mich zu ermorden? Schickt sie euch, um mein Buch zu stehlen? Ist dieser Geist wirklich Meln der Mundlose? Seid bereit, euch Buch von Meln dem Mundlosen, Magister der Telvanni, zu stellen. Oder wir könnten plaudern und alles besprechen wie zivilisierte Leute. Eine vernünftige Bitte. Sprecht mit dem Geist, Entsandte. Das ist geil. Wenn es eine Sache gibt, die ich im Tod gelernt habe, dann wie töricht die Lebenden sein können. Ich weiß alles, was sich in meinem Heim zuträgt, Eindringling. Ich habe gehört, welchen Handel ihr mit dieser sogenannten Meisterin Shelreni Baru eingegangen seid. Ihr habt meiner Mörderin Zugang zu meinem Turm verschafft. Meisterin Shelreni hat euch ermordet? Warum? Was treibt die Taten der Telvanni an? Ehrgeiz, Macht, Gier. Vor 20 Jahren stand ich Shelreni im Weg. Ein Hindernis auf dem Weg zu einem höheren Stand, den sie begehrte. Sie bat um ein Treffen. Anstelle von Verhandlungen tötete sie mich und versuchte, meinen kostbarsten Besitz zu stehlen. Was hielt sie denn nach eurem Tod davon ab, eure Besitztümer zu stehlen? Oh, nur all die Vorkehrungen, die ich getroffen hatte. Mit meinem letzten Atemzug verbannte ich Shelreni aus dem Turm und aktivierte sämtliche Schutzzauber und Vorkehrungen. Sie hielten Stand, bis ihr alles durcheinandergebracht habt. Nun kann sie mühelos mein Schwarzbuch stehlen. Schwarzbuch? Das quälende Auge. Ein Foliant verbotener Geheimnisse. Ich sehe Hermeus Moras Mal an euch und eurer Begleiterin. Falls ihr nichts von Schwarzbüchern wisst, kann sie euch mehr erzählen.
Shalreni ist achtlos in ihrem Streben nach Macht. Sie darf mein Buch nicht besitzen. Was möchtet ihr, Meln? Zwei Dinge beschützen mein Buch. Der Zauber der Unleserlichkeit, den ich auf es wirkte, und der Umstand, dass es ohne meine Hilfe sehr lange dauern wird, den Zauber zu brechen. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn Shalreni es nie in die Finger bekäme. Haltet sie auf und ich finde einen Weg, um euch zu belohnen. Ich muss das mit Neramil besprechen. Der Faden wird klarer. Hermaeus Mora hat uns entsandt, um das Schwarzbuch zu bergen. Das Schwarzbuch gehört mir. Und mit diesem Seelenstein habe ich auch diesen elenden Geist. Meln kommt mit mir. Und ich dachte, dieser Tag könnte nichts schlimmer werden. Ich wusste, dass Telvanni-Meister eindrucksvoll sind. Kommt, Entsandte. Wir müssen Pläne schmieden. Die Schicksalsfäden hier sind an drei Dinge gebunden. An Meisterin Shalreni, an Meln den Mundlosen und an das Schwarzbuch. Das war die Verbindung nach Apokrypha, die ich hier spürte. Schwarzbücher sind Schöpfungen von Hermaeus Mora und stammen aus seiner Ebene. Erzählt mir mehr über Schwarzbücher. Schwarzbücher sind Relikte Apokryphas. Jedes enthält ein anderes Geheimnis. Die meisten werden in den gewaltigen Bibliotheken von Hermaeus Moras Ebene verwahrt. Doch manchmal schenkt er sie auch einem Sterblichen. Neben dem verbotenen Wissen dienen sie auch als Portale nach Apokrypha. Wie viele Schwarzbücher gibt es? Das ist ein Geheimnis des Wissenden, das er noch nicht mit mir geteilt hat. Ich kann die Schwarzbücher, von denen ich Kenntnis habe, an einer Hand abzählen. Und jedes von ihnen ist einzigartig. Es gibt stets nur ein Exemplar jedes Buches. Das ist das erste Mal, dass ich von einem namens Das quälende Auge höre. Und was nun? Wir müssen Meln den Mundlosen aus den Klauen von Meisterin Shalreni befreien und das Schwarzbuch bergen. Doch um dies zu tun, brauchen wir mehr Informationen. Seht euch um, Entsandte. Falls Meln wirklich hier ermordet wurde, könnte es Beweise für Shalrenis Schurkerei geben. Okay, Moment. Ich suche mal nach den Beweisen im Schmuckkästchen. Oh, das ist Meln. Die Leiche von Meln, okay. Dem Mundlosen. Er ist eindeutig an diesem Ort ermordet worden. Ja, das hätte ich jetzt auch fast getippt, wenn ich seine Leiche hier sehe. Wobei, theoretischerweise hätte man ihn ja auch nach hier bringen können, nach der Ermordung, aber sehr unwahrscheinlich. Brief an Magister Meln Rendis. Magister Meln Rendis, auf Geheiß von Shalreni Baro, Meisterin von Tel Baro, schicke ich diesen Brief direkt an euch, da ihr nach wie vor keinen Mund ernannt habt, der sich um euer Alltagsgeschäft kümmert. Meisterin Shalreni bittet euch um eine Audienz in eurem Turm Tel Rendis, und zwar morgen bei Tagesanbruch. Zu jedem Zeitpunkt wird sie ihren Vorschlag unterbreiten, wie man endlich der Animosität ein Ende bereiten kann, die eure Interaktion mit der Meisterin in den letzten Jahren trübte. Sie wünscht euch zu beweisen, dass ihre Absichten durchaus im Einklang mit den bewährten Traditionen des Hauses Telvanni stehen, dass sie es verdient hat, in den Rang eines Magisters befördert zu werden und in diesem Punkt eure Unterstützung sucht. Abschließend hätte sie gern die Gelegenheit, ein Tauschgeschäft oder einen Kaufpreis für einen Magister Meln, für einen Gegenstand in eurem Besitz vorzuschlagen. Es geht um einen Folianten namens Das quälende Auge. Euch nutzt er nichts, doch für Meisterin Shalreni ist er von großer Bedeutung. Sie wird morgen früh zu eurem Turm kommen, um dieses Geschäft abzuschließen. Vapro. Mund von Meisterin Shalreni Baro. Versammlung der Meister bei Alt-Isra. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Dieser Brief von Meisterin Shalrenis Mund. Bei diesem Treffen wurde Meln sicher ermordet. Meln der Mundlose war kurz achtlos und zahlte den höchsten Preis dafür. Sein Körper blieb hier zurück, jahrzehntelang ungestört und vergessen, weil ihm die Einsamkeit wichtiger war als alles andere. Nun hat Meisterin Shalreni sowohl Melns Geist als auch sein Schwarzbuch.
Ich sagtet. Was? Also sollte wahrscheinlich heißen, ihr sagtet, ihr wisst, was wir tun müssen. Um Mayne und sein Schwarzbuch zu bergen, müssen wir Meisterin Shireni finden. Und der Brief, den ihr entdeckt habt, erklärt, was zu tun ist. Geht zur Versammlung der Meister in Alt-Isra und befragt Shirenis Mund Vaptru. Er wird wissen, wie man sie erreicht. Okay, ihr kommt nicht mit? Nein, hier trennen sich unsere Pfade. Ich überlasse Mund Vaptru und Mellen euch. Während ihr den Geist verfolgt, erforsche ich das Schwarzbuch und denke über die anderen Schicksalsfäden nach. Ich muss bestimmen, welche Rolle sie bei der Bedrohung Apokryphas spielen. Was mache ich, sobald ich Meisterin Shireni gefunden habe? Meisterin Shireni hat Melns Geist in einem Seelenstein gefangen. Ihr müsst ihn bergen oder vernichten. Reist nach Alt-Isra und sucht nach Shirenis Gehilfen. Mund Vaptru wird eine Amtsstube im Turm von Telvara haben. Was könnt ihr mir über Alt-Isra erzählen? Die Telvanni-Versammlung der Meister trifft sich dort. Nun, ihre Vertreter tun das. Die Meister selbst machen sich nur selten die Mühe, tatsächlich zu erscheinen. Dafür gibt es ja Münder. Ihr wollt also nach Telvara reisen. Die Münder arbeiten von diesem Turm in Alt-Isra aus. Warum nehmen die Telvanni-Meister nicht an ihrer eigenen Versammlung teil? Die Meister überlassen das Tagesgeschäft ihren Mündern. Ihre eigenen Arkanenstudien sind ihnen viel zu wichtig. Und sie meiden wann immer möglich den direkten Umgang mit ihren Rivalen. Das Schicksal, dem Mellen anheimfiel, ist keine Seltenheit. Dieses Portal führt nach draußen. Ihr müsst von hier aus nach Alt-Isra reisen. Die Verteidigung von Tel'Hulin führt Portalmagie in die Irre. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier allerdings erstmal einen kleinen Cut machen, weil das hört sich danach an, als ob das, was jetzt noch kommt, doch ein bisschen länger dauern könnte. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dieser Geschichte in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.